Tränen überströmt, verzweifelt, ungläubig. Die 33-jährige Andrea trauert um Falco, den Mann, der ihr mehr bedeutet hat als alles andere im Leben. Seit einem halben Jahr waren die Politikstudentin und der Popstar ein Paar. Bei ihrer Mutter in Wien erfuhr sie, dass ihr Abschied von Falco ein Abschied für immer war. Ich habe einen Menschen verloren. Das ist das, was in mir vorgeht. Und das tut sehr weh. Und dass er so alleine war. Eben. Und dass er sich wahrscheinlich auch die letzten Tage sehr allein gefühlt hat. An dieser Raststätte bei Puerto Plata kaufte Falco Zigaretten. Als er losfuhr, stieß er mit einem Reisebus zusammen. Sein Jeep wurde völlig zermalmt. Der 40-Jährige hatte überhaupt keine Chance. Falco starb, als er sein Leben beruflich und privat gerade neu beginnen wollte. Er wollte mich heiraten. Und deswegen wollte er mir auch in der Dominikanischen Republik einen Platz zeigen. Sehr, sehr schön und sehr romantischen Platz, hat gesagt, er hat noch nie etwas Schöneres auf der Welt gesehen und er hat schon viel gesehen. Und das hat er mir noch gezeigt und hat mir noch ein Video gemacht und ja. Falco und die Frauen, eine unendliche Geschichte. Mit der Latino-Schönheit Selena verbrachte er mehrere Jahre. Mit Isabella war er 10 Monate verheiratet. Mit der blonden Schönheit Sylvia war Falco lange Zeit auf Weltreise. Bei Andrea suchte er Geborgenheit. Vor allem, weil er sich in unserer Familie aufgenommen fühlte, wie ein viertes Kind, kann man fast sagen. Und er hat uns wirklich alles sehr geschätzt und das hat auch in dem Gespräch wieder immer wieder betont, wie glücklich er ist, dass er jetzt auch eine Familie hat mit Geschwistern und er hat halt die Brüder von Andrea auch sehr geliebt und er freut sich schon, wenn er zurückkommt und will uns das Video vorspielen, das sie gedreht haben. Sie haben ganz ein süßes Video gemacht und das haben wir leider noch nicht gesehen. Der private Urlaubsfilm ist nun Andreas letzte Erinnerung an Falco. Seine Fans liebten ihn als arroganten Selbstdarsteller. Doch wenn aus Popstar Falco Privatmann Johann Hölzel wurde, blieb vom Glamourleben nichts übrig. Er war einfach ein Mensch, der sehr, sehr allein war und den man sehr hätte beschützen müssen und lieben müssen. Und der einfach viel zu früh. Das ist natürlich immer so, wenn jemand stirbt, dass es noch so viel zu sagen gäbe. Der österreichische Rennfahrer Niki Lauda wird in den nächsten Tagen in einem seiner Flugzeuge seinen Freund Falco nach Hause holen. In Wien soll der Sänger dann seine letzte Ruhe finden. Auf der Trauerfeier für Falco. Tausende von Fans, darunter viele Prominente, waren auf den Wiener Zentralfriedhof gekommen, um Abschied zu nehmen. Helmut Zilk nannte Falco ein musikalisches Genie, auch wenn viele das lange nicht erkannt hätten. Aus Wien berichten Gerhard Tuschler und Dirk Grenzmann. Abschied von Falco. Wien trauert. Auf dem Zentralfriedhof ein Bild wie bei einem Staatsbegräbnis. Rund 6000 Menschen jeden Alters sind gekommen, um dem Wiener Exportschlager zum letzten Mal Servus zu sagen. Dazu aus Lautsprechern Falcos Musik. Eine Beerdigung wie ein großes Finale, organisiert von Falcos Freunden. Ganz so, wie der es gewünscht hätte. Er war ein super Bursch. Hat besonders geleistet, besonders auf seinem Gebiet. Und damit wird er nie vergessen. War dieses Begräbnis in seinem Sinne? Absolut. Das war ein ehrwürdiges Begräbnis, was ihm genauso zusteht. Ein Begräbnis in seinem Sinne, mit Rockern als Sargträger. Sie hatten in Falcos Video zu Rock Me Amadeus mitgespielt. Und mit seinen Frauen. Isabella Witkowitsch war als einzige mit ihm verheiratet. Fast 2 Jahre lang lebte die Kanadierin Caroline Perron mit Falco zusammen. Doch bei seinem Tod war er allein. Freundin Andrea reiste kurz vor dem Unfall nach Österreich. Ich habe einen Menschen verloren. Das ist das, was in mir vorgeht. Und das tut sehr weh. Und dass er so alleine war. Eben. Und dass er sich wahrscheinlich auch die letzten Tage sehr allein gefühlt hat. Doch Falco hatte viele Freunde und alle sind sie heute gekommen. Time to say goodbye wird in der Trauerhalle gespielt. Dann hält der Wiener Ex-Bürgermeister Helmut Zilk die Grabrede. Diese Stadt hat ihm damals als jüngstem
Bürger das goldene Verdienstzeichen verliehen, der jüngsten, den es, glaube ich, jemals gab. Diese Stadt geleitet ihn heute zu einem Grab ehrenhalber, um ihm den Respekt zu erweisen. Das ist natürlich immer so, wenn jemand stirbt, dass es nur so viel zu sagen gäbe. Und da kommt man nicht mehr dazu. Falco ist tot. Die Musikwelt hat einen Künstler verloren. Die Stadt Wien einen ihrer prominentesten Bürger. Seine Freunde einfach einen geliebten Menschen. Nächsten Donnerstag wäre er 41 Jahre alt geworden.